Dieses Video wird präsentiert durch EA Game Changers. Für weitere Infos checkt die Beschreibung aus. Moin meine Lieben, es gibt für so zwei, drei Videos eine kleine Zusatzanmod. Und zwar habe ich eine eigene Crew erstellt, DG Racing oder DG73, das Kürzel. Einfach danach suchen, gerne beitreten und dann holen wir uns gemeinsam hier den FXXK Evo. Und jetzt viel Spaß beim Video. Moin meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Und heute holen wir uns ein neues Auto und machen ein bisschen mit der Story weiter. Jojo, würde ich sagen. Und wir schauen mal. Wir sind ja jetzt noch tendenziell sehr selten auf dem amerikanischen Kontinent unterwegs gewesen, was neue Autos angeht. Da werden wir auch in dieser Folge noch nicht mit anfangen. Aber wir gehen doch mal auf den asiatischen Kontinent. Und ich hole mir eine Legende. Ja, relativ simpel. Ich möchte da jetzt nicht super lange da ein Geheimnis drum machen. Wir nehmen uns den Nissan Skyline vor. Und wahrscheinlich sieht man es auch im Thumbnail oder im Titel oder beidem, dass dieses Auto jetzt ansteht. So, wir gucken mal, wie das mit den Tuning-Teilen hier ausschaut. Das Auto, ich finde es übrigens so angenehm, wie schnell das Menü sich hier öffnet. Das ist halt richtig cool gemacht. Das Auto ist tendenziell eher ein bisschen auf Straße ausgelegt, das ist gut, also auf Rennen, statt auf Driften. Und ich habe eine halbe Million, ja, wir hatten nur noch eine kleine Grinding-Session so ein bisschen auf Twitch. Und mittlerweile haben wir auch super viele Mitglieder in der Crew, super cool, dass da so viele Leute mit am Start sind direkt. Das freut mich richtig. Und ja, da kann man auch relativ gut, glaube ich, an die ganzen Ziele da rankommen. Ich gehe auf Beschleunigung. Gibt, glaube ich, auch mehr Punkte, oder? Na gut. Punkte sind egal, Beschleunigung ist wichtiger. So, und Nitro. Zwei 1,4 Kilo Tanks finde ich wichtiger, als einen großen Tank zu haben. Ja, und wir werden mal auf Straßenfederung gehen? Eigentlich sollte die Racing-Federung ja halt, wie gesagt, besser sein. Objekt anwenden. So. So, Bremsen natürlich auch nochmal bessere kaufen, auch wenn es keine Punkte bringt, warum auch immer. Aber so bei den Reifen jetzt. Speedcross. Streckenreifen. Straßenreifen und Racingreifen. Das ist halt irgendwie weird, dass die Racingreifen weniger bringen als... Also, die... Die Racing-Reifen sind eher auf Offroad ausgelegt als die Streckenreifen. Ich finde eh diese ganze Formulierung super weird. Mach doch einen Offroad, einen Drift, von mir aus einen Drag-Reifensatz. Warte mal, Offroad, Drift. Ja, theoretisch könntest du, gut, Standardreifen, wobei, warum es einen Standardreifen gibt, keine Ahnung. Drift, Racing, von mir aus, Offroad. Der Rest brauchst du halt nicht. Drift, Racing, Offroad und von mir aus Standard halt noch. Den Rest brauchst du halt wirklich nicht. So, Kupplung haben wir schon. Getriebe, gut. Gibt ja anscheinend nicht so viele Punkte. Streckendifferenzial, was natürlich wieder weg vom Offroad geht. Nehmen wir. 218 Punkte im Auto. Mal schauen, wie schnell der ist. So, natürlich hast du auch hier das Live-Tuning wieder. Mal gucken, wenn wir den Anpressdruck komplett reduzieren, dann sind wir bei 315. Gut, aber in die Kurven geht es natürlich mit mehr Abtrieb besser. Bei Alter, der ist ja auch so schon... Wendig ist der denn bitte? Was geht mit dem Teil ab? Okay, alles klar. Hüpfen wir direkt mal hier hin. Und dann... Was fahren wir dann? Komm, wir fahren direkt die Karriererennen, oder? Da ist ja der Boy da mit dem pinken Logo. Der ist direkt nebendran. Und dann können wir ja bei Nacht nochmal loslegen und dann schön... da so ein komisches Crew-Rennen fahren, wo mich die Frau, die Erna, ja schon 10.000 Mal angehauen hat, deswegen. Neue Karre? Gefällt mir.
wird sich allein schon deswegen lohnen, das Rennen zu fahren, damit sie mich nicht die ganze Zeit wieder mit derselben Nachricht anhaut. Ich meine, ich packe das natürlich nicht am Anfang jeder neuen Folge rein, aber... Okay, warte. Okay, warte, hier. Hier nehme ich gerne mal ein bisschen mal mehr Flammen in Kauf. Auch wenn ich es sonst nicht so oft so gern habe. Nee, ganz sanft finde ich hier nicht schön. Gut, Standard klingt halt auch schön, ne? So, Stance. Bam. Schön runter. Nice. Lackierung und Folie. Ich guck mal, was die Community gemacht hat. Ich war klar, Paul Walker Design. Das ist das Erste, was man hier hat. Gut, nicht nur Paul Walker, sondern auch JP hast du hier direkt. Das ist, glaube ich, auch klar gewesen. Was hat man hier ein schönes? Ich hoffe, das ist als einzelnes Dekal vorhanden und nicht, dass der Typ sich da zig Stunden damit beschäftigt hat. Das sieht aber cool aus. Das ist nett. Ah. Das ist sogar unser Crew-Logo. Nice. Ja, ihr könnt immer noch gerne beitreten. Da sind einige Spots noch frei. Alter Falter, das sieht gar nicht mal so schön aus, wie es unten wirkte. Das wirkte unten noch so schön mit Konzept und so. Ach, das hier wirkt ein bisschen variabler da, als es letztlich ist. Oh, hier so mit diesen tränenden Frontscheinwerfern. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Death Stranding, das Logo. Mhm. Ha, das Lukas LPN05 Logo, das Zero Five. Was hat man hier Schönes? Ja. Das ist ja geil. Gott, oh Gott. Ach du Schreck. Ja, also es ist ein bisschen zum Mäusemelken. Also einige Designs finde ich ja echt schon ganz geil gelungen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich gehe dann halt einfach bei beliebteste ja, und schnapp mir eines der Paul Walker Designs. Auch hier, ich weiß nicht, wie das 100% genau aussieht. Und wahrscheinlich trifft es keiner so perfekt. Ach, wobei, komm. Ganz ehrlich, ich finde, das sieht schick aus. Das sieht cool aus. Da steckt was dahinter, finde ich. Und deswegen nehmen wir uns das. Komm, mal mit Konventionen brechen. Wobei, wie sieht das Ding hier aus? Das sieht ein bisschen zu sehr Standard aus für mich. So ein paar Dekals oder so könnte man da ruhig draufpacken. Das ist ja halt kein Luxusschlitten in dem Sinne, dass du halt sagst, hey, den würde ich niemals tunen. Nee, den kannst du ruhig richtig geil tunen. Ja, kannst du machen. Und das machen wir jetzt auch. So, Fenster schön schwarz tönen. Also. Neue Motorhaube. Okay, der Lufteinlass ist der einzige Unterschied, oder? Gut, bei allen anderen muss ich sagen. Wobei der schon aggressiver dadurch wirkt. Weniger harmonisch, mehr aggressiv. Ich mag die Harmonie. Die passt zu diesem Auto wunderbar. Vielleicht auch nicht. Uff. Okay. Yo, okay, das finde ich auch ganz geil. Ich mache mal eine Sache, Moment. Lackierung, Folie bearbeiten. Ich mache dir mal weiß. Ja, freier Slot. Damit wir, also eigentlich hätte ich ganz gerne das gesamte Auto nochmal weiß gemacht, damit wir halt alle Änderungen bestmöglich sehen können. Das ist mir ein bisschen zu dick. Komm, wir bauen ein bisschen übertriebeneres Auto. Harmonie, pff, braucht niemand. Ah, ich finde das schon geil. Ich will aber die anderen Teile nochmal erst sehen. Code.
Speed Hunters. Ist das auch ein Teil von Speed Hunters? Ja. Könnte es durchaus zusammenpassen. Wobei der natürlich vorne mit der Frontstoßstange dann nicht so kantig wirkt, wie es der Kotflügel dann vermuten lässt, dass das Auto dann so kantig wäre insgesamt. Warum hat man hier plötzlich eine ganz andere Farbgebung unten? Finde ich aber cool. Okay, warte. Zack, Seitenschweller. Heckkotflügel. Heckstoßfänger ist damit nicht kompatibel. Mal gucken. Stattdessen hätte man das hier. Das macht es sogar noch schmaler, das Tuning-Teil. Was ist denn da los? Ja, sorry, das Speed Hunters finde ich eigentlich... Ey, ich will den halt bulliger haben. Ich will den dick haben. Der soll so richtig schöne Hamsterbäckchen bekommen. Oder vielleicht das Teil von Speed Hunters? Komm, wenn schon, machen wir das gesamte Karosserie-Kit von denen drauf. Ja, komm, da gehört jetzt... Wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, komm, auf geht's. Ist ordentlich over the top. Wird wahrscheinlich trotzdem Leute geben, die sagen, Alter, hast du den verunstaltet, aber so what. Das ist ein Spiel, da muss man mal so ein bisschen die Grenzen austesten. Und ich kann dich oft genug darauf hinweisen, natürlich sind beim Tuning unterschiedliche Geschmäcker gefragt. Alter, die Außenspiegel, ey, die kannst du sowas von hochkant in den Müll schmeißen, sorry. Passen halt null zum Auto. So, Spoiler und sonst sind wir schon durch. Krass. Okay, den finde ich ganz cool auf dem Auto. Ey, ich muss mal was sagen. Der Nissan hat somit die schönsten Heckspoiler, die ich bis jetzt gesehen habe. Der ist schön tief, schön dick, ja. Aber vor allem schön tief. Der gefällt mir. Ah, sogar auch von Speed Hunters. Okay, gut, gab mehrere von Speed Hunters. Den finde ich wirklich schön. So, warte mal, Lackierung und Folie. Folie oder Bibliothek, da können wir das hier nochmal auswählen. Jo. Ich finde den auch so schick. Also, der sieht schon... Boah, der sieht schon gewaltig aus. Genau, und vielleicht nochmal neue Felgen natürlich. Also, das geht so ja gar nicht. Ich finde die Nismo-Felgen geil. Ist zwar jetzt wieder so ein bisschen eine Standardwahl quasi, dass man sagt, ey, ich nehme die vom Originaltuner quasi, aber... Hey, sorry, wenn der Originaltuner coole Felgen macht. Ich muss ja nicht überall Extravaganz reinbringen. Ja, natürlich auch, dass das einfach sehr geil aussieht. Und das könnte sehr geil aussehen. Um Himmels Willen. Oh, ich finde den schon extrem schick. Warte, aber hier muss man die Bremssättel gerade mal ändern. Die müssen rot. Oh, die Bremsscheibe, wenn du die schwarz machen könntest, das wäre so schön. Gut, und bei Reifen natürlich die etwas dickeren. Ah, komm. Packen wir mal die Speed Hunter Schrift drauf. Mit ein bisschen Abwechslung haben.
Geiles Teil. So, ich will jetzt mal Racer-Herausforderung. Also 220 oder höher, 2 Sterne in der Speedtrap und knapp an 6 Teilnehmern vorbeirasen. Machen wir. Aktive Liste. Easy. Let's go. Ja, denk mal so ungefähr eine Viertelstunde gekauft und getuned. Aber so teuer war der gar nicht, oder? War gar nicht so extremely expensive. Der, ja, RX-7 war, glaube ich, sehr teuer, weil... Alter. Wie will's willen, ey. Okay. Wo geht's hin? Ach, stimmt, Story. Ja. Läuft. Ja, also wie gesagt, ihr könnt auch gerne der Crew nochmal beitreten, da sind noch Plätze frei. Das heißt, wenn jemand sich dachte, ja gut, es lohnt sich doch eh nicht, da wird es nach einem Tag schon voll sein. Nö, nö, aber wir sind schon auf Stufe 13, da muss ich auch mal sagen, GG an alle Leute, die da schon mächtig Erfahrungspunkte gesammelt haben und vielen Dank, weil, ja, den Einsatz finde ich da schon extrem krass und, ja, das läuft schon richtig gut. Ich glaube, das ist der richtige Moment für einen kurzen Cut. Bis gleich. Jetzt geht's aber. Ja, kleiner Neustart. Keine Ahnung, was da wieder los war. Eigentlich hatte sich das Spiel jetzt die letzte Zeit nicht mehr aufgehangen. Aber hey, passiert. Leider zu häufig, aber ich habe das jetzt aber auch nicht so mitbekommen, dass die Leute sich im Internet da großflächig drüber beschweren. Vielleicht ist es irgendwas, was halt bei mir ein bisschen mal nicht so ganz funktioniert. So, mal gucken, ob der Skyline gut funktioniert. Der lenkt halt super direkt, ey, Leute. Unfassbares Teil. Ja, okay. Wow, danke. Gut so, arbeite dich nach vorne. Alter, den kannst du ja komplett ohne Drift fahren. Der ist ja mega geil. Okay, sieht aus, als müsste ich da selbst dran. Okay, fast komplett ohne Drift. Sorry. Ist ein gutes Gefühl, so weit vorne zu sein, ha? Es ist halt super ungewohnt auch mit dem Auto. Also, die anderen waren immer so tendenziell leicht untersteuernd. Da musstest du in gewissen Kurven driften, aber hier. Da fängt sie den Drift halt sofort auch wieder ab. Geht halt mega krass klar. Oh, das passt schon so. Ich warte nur auf eine Chance zum Überholen. Und in solchen Kurven natürlich, wo du abbremsen musst. Ich glaube, selbst hier zum Beispiel. Ja, man, hier kommst du voll Kanne durch. Das ist unfassbar. Schon stark. Gib nochmal Gas. Ich will dich davonziehen sehen. Also, glaubt er immer, dass er das Rennen gewinnen kann? Oder dass wir das Rennen gewinnen und richtig stark sind? Oder warum feuert er uns die ganze Zeit an und sagt zwischendurch auch irgendwas Blödes? Keine Ahnung. Hey, ganz ehrlich, das ist ein absolutes Biest. Mach schon, du bist so kurz vor dem Sieg. Schön Slalom fahren. Ja gut, der Ossi ist halt einen Kilometer hinter mir. Also, Ossi wie der Name. Ich verlasse mich auf meinen Endspurt.
Na klar, das tut der Typ, der gleich überrundet wird, auch. Er holt gleich nochmal eine Runde auf. Ja, easy. Platz 1. Das heißt, ein neues Fahrwerkskit ist auf dem Weg zu dir. Viel Spaß damit. Ich melde mich wieder. Ja, läuft. 13.000 Belohnung. Gut, spricht auch dafür, wie schwierig das wahrscheinlich war. Und da sind ja auch die Crew DG Racing. Einfach mal reingehen und Spaß haben. Ja, und wir dürften bald Stufe 14 damit auch erreichen. Straßenfederung Pro. Aha. Gut, ist jetzt aber auch nicht so, als würde ich das wirklich brauchen, oder? So, warte mal, was sind denn die coolen Racer-Herausforderungen heute? So, Speedtrap 2 Sterne. Wo haben wir noch die Speedtraps? Und 220 plus Bewertung. Zwei Rennen da gewinnen. Dieser Kopf hat mein Leben zerstört. Hey, Anna. Wenn ich einen Burger will, muss ich rausgehen und laufen. Das ist nicht gesund. Warum gehst du nicht an den Strand? Entspannst dich. Genieß den Sand zwischen den Zehen. Wie bitte? Du hast recht. Blöde Idee. Mir fällt schon was ein. Na dann viel Glück. Ja, es ist natürlich nicht gesund, wenn du zu Fuß dir einen Burger holst. Es wäre gesund, wenn du dir zu Fuß irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes besorgst. Was halt gesund ist. Jawoll! Alter, 3 Sterne direkt. Not bad. Not bad for a number 2 driver. So, komm, das Rennen gewinnen wir mit dem Ding easy, oder? Gut, wir brauchen natürlich auch Top Speed. Habe ich den Abtrieb jetzt maximal erhöht? Ich weiß es nicht. Nee, ich habe ihn maximal reduziert, ne? Ja gut, dann haben wir wenigstens mal ordentliche Top Speed auch. Ein iRacing-Feeling haben. 3 wide. Clear right. Jawohl. Alter. Vielleicht hat man nur für dieses Event eingeführt, dass du halt, wenn du mehrfach ein Event hintereinander fährst, immer weniger und weniger Kohle bekommst. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt, ihr müsst dann irgendwie andere Events auch mal ein bisschen fahren, damit das sich regeneriert. Das heißt, wenn ihr hier irgendwann dann, keine Ahnung, 4.000 oder so bekommt, oder eigentlich bereits, sobald das 2 Stufen sinkt, ja, das Preisgeld, nach 2 oder 3 oder 4 Rennen spätestens wahrscheinlich, fahrt irgendwie 1, 2, 3 andere Rennen und dann könnt ihr es irgendwann wieder fahren hier. Ja, aber es sind 12 Leute im Rennen. Das finde ich cool. Ob es später im Storyverlauf auch noch 12 Leute werden? Weil das fände ich echt geil. Das wäre etwas, da würde Need for Speed, glaube ich, echt mal dazu gewinnen. Wenn mehr Leute mitfahren im Fahrerfeld. Ich fand ja die Grundidee von The Run megamäßig gut. Also so ein Rennen wie... Also so eine Rallye, wo halt super, super viele Autos einfach da antreten. Habe ich einfach richtig geil gefunden, die Idee. Und hätte mir auch einfach gewünscht, dass das Spiel halt auch vernünftig dann umgesetzt wird, weil das war halt doof. Das hat halt keinen Unterschied gemacht, ob du in einer Etappe irgendwie von 95 auf 90 nach vorne gekommen bist von der Position her. Wenn du halt das nicht erreicht hast, dann hieß es nicht, ja gut, da musst du in der nächsten Etappe eine Position mehr gut machen, sondern hieß es, ja, du hast halt nicht geschafft, wiederhole das.
Und wenn du halt eine Position mehr gewinnst oder so, was wahrscheinlich war es meistens einfach nicht möglich, aber dann hieß es, wenn es möglich war, wahrscheinlich, ja, Story geht genauso weiter wie sonst, ne? Interessiert keinen, dass du halt jetzt mit gutem Vorsprung gewonnen hast, so. Ja, danke. Ja, cool. Ich würde gerne noch ein weiteres 220-Punkte-Rennen fahren. Ist halt die Frage, wo? Ist das eins? Absolut nicht. Oh, wer will's wild. Aber das ist auch so ein Auto, mich würde echt interessieren, wie der sich mit Speedcross-Reifen fährt. Weil er fährt sich unfassbar gut. Also wirklich, testet auf jeden Fall den Nissan Skyline aus, weil dieses Auto ist phänomenal momentan. Keine Ahnung, fehlen mir da so ein bisschen die Superlative, womit ich das noch mehr loben kann, das Auto. Weil es halt schon enorm gut ist. Na gut, warte. Wo ist hier die Speedzone? Boah, ich versemmel hier gerade alles. Wartet mal. Ah, hier unten komme ich wieder raus. So, 2 Sterne soll man da erreichen für die Tagesherausforderung. Wer weiß, vielleicht klappt es ja. Nee, einer. Oh. Es ist, wie gesagt, unfassbar, wie schnell du mit diesem Auto reagieren kannst. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Leute, holt euch den Skyline, holt euch dasselbe Tuning, was ich geholt habe. Phänomenal. Also, vielleicht muss ich die anderen Autos auch auf die Art und Weise tunen, aber der ist ja unglaublich gut. Mit viel oder wenig Abtrieb ist vollkommen egal. Der ist einfach nur geil. Ach man, schade. Da endet die Fahrt auch. Ja, und danach fahren wir... Fahren wir dann noch ein Crew-Rennen? Na, ich weiß halt nicht, wie lange dieses Story-Zeugs geht. Das Ding ist halt der Absturz, unter anderem. Da hast du halt keine Ahnung, wie lang wird die Folge am Ende. Da verliere ich halt auch irgendwann den Überblick. Aber bei diesem Event gibt es über 30.000. Das ist schon ordentlich Bimbis. Das ist so geil, alle driften und du fährst einfach so, oh ja, ich fahr die Kurve normal. Hallo Lola. Ja, übrigens finde ich es auch geil, bei fast allen Referenzen, die ich mache. Bei fast aller Referenz wollte ich gerade sagen, aber egal. Bei fast allen Referenzen, die ich mache, gibt es auch Leute, die dann irgendwie verstehen oder die entdecken. Zuletzt nicht doch, Monika! Da oben war ein Flamingo die Treppe hoch. Hat mich sehr gefreut, dass auch das zum Beispiel erkannt wurde. Na, komm schon. Wie? Float like a butterfly, sting like a bee. Unglaublich schnell gerade. 220 Meter noch entfernt. Was ist denn los?
das war nicht gut. Der Exit ist halt super schlecht gewesen. Was ist denn los? Was fährt ein Bee für ein Auto? Halleluja. Meter. Ach komm. Es kann doch nicht sein, dass die KI jetzt einfach mal plötzlich irgendwie ein... Ja, genau. Jetzt bin ich 240 Meter wieder dran. Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist der erste Ansatz, wieder eine Gummiband-KI reinzubringen. Apropos, ich finde es halt auch echt erfrischend, wenn du mal ein Rennen so ein bisschen dominanter vorne bist oder irgendwie sowas. Gut, ansonsten muss man sich selbstständig halt so ein bisschen balancen. Entweder sich selbst nerven oder viel zu stark machen. Das Ding ist natürlich, du gehst halt ziemlich schnell auf die Bremse, sobald du einmal vom Gas gehst. Wobei, du kannst wahrscheinlich auch den Drifttyp ändern. Und dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da muss es ein Flamingo sein. Oh, Streckenbegrenzung mitgenommen. Wie, das ist... Trotzdem dein Sieg, oder was? Nein! Oh Gott! Das kann doch nicht wahr sein! Nein! Ich hatte die Chance am Ende nochmal für den Sieg, aber nee, es klappt nicht. Ah, ärgerlich, ey. 4,43. Trotzdem 28,7 als Belohnung mitbekommen. Komm, aber das wiederholen wir. Jetzt gibt's einen schönen Zweikampf an der Spitze. Jetzt. Genau. Ich hatte kurz Sorge, dass das Spiel wieder kurz mal einen Abschied einlegt. Ich bin mal wieder raus. Haut rein. Der R32, der ist geil. Also gut, von vorne ist es halt der R34 dann. Drift geht trotzdem genau gleich. Weil ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ich dachte, jetzt könnte ich vom Gas, ohne dass das Auto dann in den Drift geht. Sondern erst, wenn ich drauf auf die Bremse gehe, dann geht es in den Drift. Aber nö, anscheinend ist es nicht so. Komm schon, Kumpel. Let David Bass for the Championship. Geile Hupe. Lola und Bee. Die beiden Muscle Cars gegen den Nissan. Ja, diesen Switchback hätte ich gerade eben benötigt. Hier dann das Nitro und Bee hätte trotzdem gewonnen. Okay, krass. Okay, das ist echt mal ein richtig schönes Rennen hier. Heilige Kalamaris, ey.
It's raining, man. Ah, cool, dass es auch dynamisch ist, das Wetter. Wobei das wahrscheinlich, ja gut, in Need for Speed 2015 hat es, glaube ich, immer nur geregnet. Gab es in Payback Regen? Wobei, wenn es da Regen gab, dann war es da wahrscheinlich auch dynamisch. Ja, vorhin noch auf der Geraden richtig schnell gewesen im Oval und jetzt. Jawohl. Runde 2 bin ich jetzt doch ein bisschen vorne. Mal gucken, ob das so bleibt. B ist auf jeden Fall noch bei unter 100 Metern Abstand. Na gut, jetzt sind es die langsamen Passagen, aber trotzdem 60, 70 Meter, das ist ordentlich. Eigentlich bin ich in den Kurven ein bisschen schneller, glaube ich. Oh, Untersteuern des Todes, was ist los? Das große Problem ist, dass B auf den Geraden unfassbar schnell ist. Der Mustang powert da einfach raus wie ein Powerhouse. Der erste Mal so richtig konzentriert bei einem Rennen, glaube ich. Alter Falter. Yes! Alter, das war doch schon richtig geil. Wenn jetzt jedes Rennen so wäre, dann würde ich es mega feiern. Wenn jetzt jedes Rennen diesen Nervenkitzel hätte, fände ich es echt geil. Also auch die Rennen dann. Jo, schönes Ding. Gut, und hier seht ihr es, jetzt bekommt ihr noch 24.000, wenn ihr es fahrt, also... Die werden immer ein bisschen angepasst, die Beträge. Ist ein bisschen schade. Aber gut, ich glaube, wir haben heute auch echt ordentlich wieder Playtime draufgeschaufelt. Ja, wir haben noch viele Rennen freigeschaltet. Alter Falter, ey, was geht? Ja, so gut wie alles mögliche. Ich will auf jeden Fall mit dem auch mal Speedcross dann austesten. Gut, ansonsten mal eine Nachtfolge beim nächsten Mal. Und vielleicht holen wir uns mal in der nächsten Folge den ersten Amerikaner. Mal gucken. Oder? Ja, klingt gut. Na, was meint ihr? Sehen wir dann mal. Also, wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Haut rein. Lasst gerne Daumen nach oben da. Gerne ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und bis morgen.